Es gibt einen Toten. Das Opfer ist bis zu seinen Oberschenkeln in einem Rattenkäfig gesteckt. Wer macht sowas Unmenschliches? Unmenschlich? Schlagen Sie die Zeitung auf. Töten und quälen ist typisch menschlich. Willkommen zurück, Inspektor Perk. Der Weltkrieg ist verloren. Kriegsheimkehrer kommen in eine Welt, in der nichts mehr ist, wie es einmal war. Die gnädige Frau ist nicht mehr da. Ja, alle haben geglaubt, sie kommen nicht mehr heim. Alle sind verrückt, weil sie nicht mehr haben, den Kaiser. Er wurde übel misshandelt, bevor er in Ohnmacht gefallen ist. Ein Kamerad von Ihnen. Die Hälfte aller Mordopfer sind Kriegsheimkehrer heutzutage. Und zwei Drittel aller Mörder. Wenn jemand den Fall aufklären kann, dann er. Wer nicht getötet oder verkrüppelt wurde in diesem schrecklichen Krieg, ist mit einem schweren Dachschaden zurückgekommen. Er schnitt ihm 19 Glieder ab. Rainer wurde von 19 Holzpflöcken durchbohrt und ich gehe jede Wette mit dir ein, dass in dem Käfig 19 Ratten waren. Er hat wieder zugeschlagen. Den haben Sie auch gekannt? Rainer Bernfeld, Richter. War der tot? Das Komitee? Glauben Sie, der Perk könnte etwas mit der Sache zu tun haben? Kameradschaft, Schützengraben, Romantik. Das kann doch auch die Rückkehr ins Leben sein. Ein neues Leben. Ich trau dem nicht. Sie wissen nicht wirklich, wer Perk ist, oder? Sie sind die mit Ihren Untersuchungen zu nahe gekommen. Ich bin ein anderer Mensch als der, der damals in den Krieg gezogen ist.